Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben tatsächlich ein bisschen Neuschnee bekommen. Eigentlich war blauer Himmel angesagt, der fehlt noch. Aber wie ihr seht, wir mussten noch ganz schnell das Handy auspacken, damit wir gute erste Spuren erwischen. Und zwar auf der Piste. Wirklich auf der Piste. Das Coole ist, also es hat so 10 cm vielleicht. Die Piste ist recht griffig, also es fährt sich echt ganz schön gut. Im Gelände, naja, Deckel drunter und so, die Süd hängt. Jetzt schauen wir, was heute so geht, aber ein bisschen was haben wir aus, oder? Irgendwas geht immer. Ja. Jetzt der Pieps eingeschaltet und die GoPro auf den Helm gebaut. Es geht nämlich wirklich besser als erwartet. Wir haben uns eigentlich gar nichts erwartet, na, aber es ist ganz cool, also voll cool, überrascht. Ja. Also Pieps umbauen, das hört jetzt echt aus. Ich habe nicht gemeint, dass so viel Schnee draußen ist. Ich meine, es ist so heide und drunter abgehauen, und da hat jetzt richtig viel gehabt. Ja. Ich habe gerade eben ein schnelles Foto gemacht. Es wäre mir fast erstickt. Im Brot weg. Die Gefahr ist nicht der Schnee, nein, sondern der Hof. Ja, die Backbox. Die Backbox. Jetzt geht es den Schwarzkogel rauf bei uns. Wetter ist viel schlechter als angesagt, aber Schnee halt besser dementsprechend. Mal schauen, was das für uns zu bieten hat da oben. Ja, Aufstieg ohne Ski, problemlos möglich. Heuer ist voll verrückt, wenig Schnee, aber trotzdem gut zu fahren. Geht. Ich hoffe, das Herz ist, ja, ist besser und das Wetter überhaupt nicht gut gesagt, aber der Schnee wirklich top und beim Auffahrgehen war der Vorteil, also man ist wirklich fast auf dem Dreck da. Das hat nicht gesehen. Packen wir so. Wir haben noch einen kleinen Panoramaschwenk für euch, da geht es jetzt rüber Richtung Skigebiet Jochberg und hinten dann die Hohen Tauern. Und hier kommt langsam der kleine Rettenstein zum Vorschein, das Gipfelkreuz vom Schwarzkogel und jetzt dann auf der rechten Seite auch schon der große Rettenstein. In diesem Tal zwischen kleinen und großen Steinen kommt übrigens unser Stangenjoch runter. Weiter drüben geht es jetzt langsam Richtung Skigebiet Westendorf mit dem Brechhorn, dem Gampenkogel und jetzt dem Gorsberg. Und hier geht wieder der Schwenk zum Wilden Kaiser und auch zum Martin. Und da waren wir vorher unterwegs am Hochsaukaser. Jetzt geht's aber erstmal rein in die Abfahrt. Oh,
voll. Fahrten bis jetzt? Super gegangen. Obwohl ab der Hechen, was haben wir jetzt so? 1200? Ja. Ungefähr so 1300 ist, glaube ich, der Schnee jetzt ist er durch. Aber es ist trotzdem nur cool zum Fahren, weil er so kompakt ist, dass er sich richtig toll schwingt. Und oben war sowieso Wahnsinn. Also nicht gemeint. Niemals. Nein. Aber halt da, wo es ein bisschen gewählt hat, ist alles drunter so hart und brockig, dass es scheiße ist. Halt ja, nur da, wo ja die Lehlagen, die sind geil. Die sind wirklich geil. Und die muss man jetzt wissen. Und jetzt sind wir ja aus. Gut, dass wir hier schon so lange unterwegs sind. Und jetzt da mal Jausen hier. Die Kitzbühler Nobeljausen. Wow, geil. Ich hab gerade die E-Mails gecheckt. Nein, ich hab noch aufgeschrieben. Aber ja, ich war schick gegessen. Unsere typische Runde geht über den Schlepplift in Jochberg. Übungslift. Übung. Und das wäre schlacher. Highlight für den Tag ist der kleine Schlepplift, weil da geht's zu, das ist Wahnsinn. Daneben ist so ein 5-Sterne-Oberbunker-Hotel. Das ist die High Society, was da drin ist. Hey, da geht's zu, das ist Wahnsinn. Ich hab dann auch gesagt, das letzte Mal haben sie die Ski, also mit der Spitze in die Gondel reinstecken probiert. Hey, das ist ja Wahnsinn. Das ist wie wenn du probierst, wenn du längs einparken musst, quer einparken. Am Schauplatz. Ja, das ist wohl am Schauplatz. Da, 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 da. Der letzte Aufstieg des Tages naht oder ist schon angebrochen. Das ist kein Steigwachsel, das ist ein Eiweißriegel und den brauche ich. Weil da geht es jetzt über 150 Kilometer bergauf. Und das auch noch ziemlich flach. Das sind Kombination flach und auf Schnee. Und deshalb brauche ich das. Spaß beiseite. Wer meint, dass seine Winter faul ist, das stimmt nicht. Aber wir sind einfach abfahrtsorientiert, deswegen sind wir eigentlich nicht so die Aufsteigfreaks. Nur was halt sein muss. Genau. Also von dem her, nehmen wir einen Lift, wo es notwendig ist. Nein, einen Lift, wo es geht und aufsteigen nur, wo es notwendig ist. Genau. Ja, und da beten wir, dass es schlimmer ist. Und eine gute Abfahrt war. Ah. Wir haben Follower. Zwei Follower mehr. Wir haben ja nicht immer Prüfung Schnee. 60. Opened up, we start our engines, countdown from 10, kiss the sun goodnight, and go where no one goes, yeah, 'cause we're chasing desires above the city lights, we're burning.
auf den Skibus warten und haben noch ein Bänkchen in der Sonne gefunden. Tadellos, da mit Brunnen. Mit Brunnen. Ja. Schaut Skis her. Sind aber keine drinnen. Nein. Ein paar Skistecken und ein paar Ski. So, unten sind wir. War doch noch geiler als gedacht alles, der ganze Tag. Wirklich gut gewesen, ja. Und seht ihr, was rausgekommen ist? Ja. Um 4 am Nachmittag. Traumhaft, die Sonne. Ganz besser schön gemein. Dann können wir noch Vollmond-Skitour machen. Ah. Ist Vollmond? Nein. Nein, aber ich mache trotzdem Skitour. Geht weiter. Und wenn ihr drüben bleiben, wenn es euch taugt hat, abonnieren, kommentieren, argumentieren. Und wieder einschalten. Genau. Und dann wieder einschalten. Viert euch. Ciao. Ciao.